Willkommen zurück zu Shadowgate, Leute. Ja, es gab ein Erdbeben hier bei Shadowgate, bei dem Rätsel. Und es ist so, dass das überhaupt nichts zu bedeuten hatte. Ich habe die ganze Zeit noch ein bisschen rumprobiert und dachte, wo ist jetzt das Problem und warum ist die Anordnung eigentlich... Also ich habe dann nochmal dasselbe versetzt hierhin gemacht und dann hat es auch wieder ein Erdbeben gegeben. Ich denke, okay, vielleicht ist es wirklich einfach nur ein Erdbeben und hat gar nichts zu bedeuten. Ich dachte, das wäre so der Effekt, dass das Rätsel vielleicht gelöst ist. Ist aber gar nicht so. Ich habe die jetzt nochmal so hingestellt, beziehungsweise die waren jetzt so beim neuen Speicherstand, so wie ich es auch eigentlich gemacht hätte, wenn es nach mir gegangen wäre, und da hat sich ja gar nichts getan. Jetzt habe ich aber nicht anscheinend ausprobiert, dass wenn die Anordnung so ist, wie ich denke, dann nochmal den Zauberspruch auszuprobieren. Und wenn ich jetzt diesen Chrysalis mache, dann schließt deine Augen, konzentrierst dich und beschwörst den Zauberspruch. Chrysalis. Die Luft an der Kante der Schlucht verwandelt sich in einen Lichtstrahl, der sich über die Schlucht zur anderen Seite spannt und eine Brücke bildet. Also war die Anordnung schon richtig. Ich hätte nur einfach dann das nochmal ausprobieren müssen und denke die ganze Zeit, ich warte jetzt auf irgendein Geräusch oder sonst irgendwas. Ziemlich fies und tricky, dass man überhaupt nicht weiß, wann man es richtig angeordnet hat, und eigentlich auch tricky, dass man gar nicht weiß unbedingt, dass man hier diesen Zauber machen kann, um gerührt zu kommen. Aber okay, wir haben es geschafft. Du schließt deine Augen und hoffst, dass dies nicht dein letzter Schritt wird. Du atmest erleichtert auf, als du das Licht betrittst und die magische Brücke überquerst. Okay, wir sind jetzt wieder irgendwie sonst wo. Ich gehe mal nach links zuerst. Du neigst den Kopf und du schüttelst deinen Kopf. Der Irrgarten aus Höhle scheint kein Ende zu nehmen. Um ehrlich zu sein, fragst du dich, ob du dich verirrt hast. Vielleicht ja auch nicht. Das Glühen der Kristalle wirft ein schwaches Licht in den Tunnel. Ein 30 Zoll hoher, mit uralten Runen versehenen Steinschädel ist in die Felswand gemeißelt, 5 Stalagmiten angeordnet, wie Finger sehen aus, als würden sie jeden zerquetschen, der sich diesem Schauspiel nähert. Wir haben aber wieder einen Obelisken. Das ist ja cool. Mit uralten Runen übersät ist dieser massive Steinschädel aus dem Felsen selbst gemeißelt. Es scheint eine Warnung an alle zu sein, die diesen Ort betreten wollen. Was ist mit diesen Fingern? Ein Steinpfeiler kommt aus dem Boden. Er sieht aus wie ein Finger und hat eine Öffnung für eine Art von Schmuckstück. Aha. Interessant. Könnten wir jetzt mal wieder hier unseren Lackmir beschwören? Arkensur. Du sammelst deinen Willen und visualisierst die Rune in deinem Geist. Du schließt die Augen und beschwörst den Zauberspruch. Nichts passiert, das war also nicht der richtige. Der Zauberspruch ist wirklich schwer anzusprechen. Ja, Jurik. Jurik, jedes Mal, wenn du das sagst, hau ich dich jetzt einfach. Ich mach den Chrysalis mal auch auf den Obelisken. Nichts passiert. Vielleicht nochmal dieses Invokan. Jawohl, Invokan geht immer. Jedenfalls bei Lackmir. Das Abbild von Lackmir kommt aus dem Obelisken. Sequenz! The time is at hand, is it not? If you are wise, you know the way into the chamber beyond. What is there? I cannot know, but perhaps you do. For you are beyond what you were, beyond what I dreamt of. Yes, surely more than a simple soldier. I pray you have come prepared, that you have listened to the words of the prophet. 5 to find, 3 are 1. 1 gives Axis, the bladed sun. The silver orb to banish below. The staff of ages to vanquish the foe. Joining 2, the golden thorn. The last to invoke, the platinum horn. The 3 pieces of the staff must be joined to make that which was unmade. But this cannot be done without an empowerment to bind them together. An empowerment not unlike the capturing of elementals. An empowerment that requires a great sacrifice. Now, let us be done with it.
das Abbild und so. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Errungenschaft Bote freigeschaltet. Aha. Nimm meine Seele mit der Kugel und füg den Stab zusammen, sagt das Geisterabbild des Magiers. Nimm meine Seele mit der Kugel. Okay. Kugel. 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 Wie du es schon mit den Elementaren gemacht hast, hältst du die Kugel hoch und saugst Lakmis Astralform ins Innere. Die Oberfläche der Kugel schimmert grün. Cool. Und jetzt? Guck dir die mal an. Die Kugel posiert grün. Du fühlst dich schuldig, wohl wissend, dass Lakmir der Zeitlose in ihr gefangen ist. Ja, aber er wollte das ja so. Können wir damit jetzt irgendwas Cooles machen? Übrigens ist mir aufgefallen, dass hier oben immer meine, meine Frame-Zahl irgendwie angezeigt wird. Ich weiß aber nicht, ob ihr sie jetzt seht. Irgendwie habe ich irgendein Part gehabt, das letzte Wochenende, wo ich gesehen habe, dass man die gesehen hat. Und ich glaube, ich habe in den Einstellungen nichts geändert. Falls ihr sie seht, sorry, ich stelle das auch wieder irgendwann aus. ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht in den anderen Aufnahmen. Aber ist ja auch irgendwie egal. Man kann ja trotzdem alles gut sehen. So. Was sagst du, Jorik? Du weißt, was du zu tun hast, aber sei vorsichtig. Der Meisterhexer wird nicht einfach zu besiegen sein. Der Zirkel der Zwölf hatte Artefakte von großer Macht in seinem Besitz. Finde sie. Diese Artefakte könnte der Unterschied zwischen Sieg und dem Ende aller Zeiten sein. Der Zirkel der Zwölf hatte Artefakte von großer Macht. Ich hatte übrigens das, was er da gesagt hat am Text, das haben wir irgendwo hier in unseren Schriften auch stehen. Dieses, nee, das war das mit dem Halloween, aber irgendwo steht das hier. Ich fürchte Schlimmstes mit Namen Lakmir. Hier war es der dritte. Dieser Spiegel führt in den Feuerraum, Burg dahinter. Nee, da war es auch nicht. Vielleicht der. Nördlich nimm eine Anordnung, Harmonie, dann wirst du die Rune des Wassers, des Feuers und des allsehenden Auges nehmen. Siehst du den großen Adler liegen, der in einem Baum sitzt. Also man hat hier schon einige Hinweise in den Schriftrollen, aber man vergisst halt so vieles auch wieder. Die Gefahr ist real, warnt die umliegenden Gebirge. Das Wachsiegel zeigt einen Adler im Flug und ist von jemandem mit Namen Blablups. Man soll durch die Spiegel gehen, um weiterzukommen. Also es, ja, hier, das ist es. Du liest die Worte auf der Schrift laut 5 zu finden, 3 sind 1, einer gibt Zugang zum Sonnenstern. Den Sonnenstern haben wir ja eigentlich auch schon. Die silberne Kugel, das untere zu bannen, den Stab der Zeitalter, den Feind zu besiegen, 2 vereint, der goldene Dorn, der letzte ruft das Horn aus Platin. Ich habe nur keine Ahnung, was wir jetzt hier machen können. Wir können irgendwie in diese Vertiefungen was reinsetzen oder auch nicht. Und hier kam, ja, eine Öffnung für eine Art Schmuckstück. Können wir das zum Beispiel jetzt hier einsetzen? Er passt perfekt. Aha. Okay, ich kann den aber auch wieder nehmen und kann ihn wahrscheinlich auch woanders einsetzen, oder? Ja. Er passt überall jetzt perfekt. Was mache ich jetzt da rein? Beides miteinander hat nichts Konstruktives gebracht. Wir haben keine Zeit zu verschwenden, Junge. Es wird Zeit, die Sache zu beenden. Ja, mein Gott, ja doch. Also irgendwie können wir den Stern hier da reinpatschen. Aber wo soll er denn hin? Er kann überall hin. Das ist gemein. Das ist gemein. Was mache ich denn mal? Mehr Schmuckstücke haben wir ja eigentlich auch nicht. Hand, Stern und irgendwas anderes. Mehr so kommen wir an der Hand, gefolgt von einem gezackten Stern und 4 vertikalen Linien. Hm. Vielleicht soll einem das ja helfen mit der Anordnung. Ich habe keine Ahnung. Ich pack mal den Stern hier einfach in die Mitte kurz rein. Die Kugel. Dann verschwindet das wieder. Okay, dann sammeln wir die mal wieder ein. Die Seele. Das hat ja anscheinend nicht viel gebracht. Ja, und dann nehme ich das auch noch mal kurz wieder mit. Was soll ich sonst tun? Es gab ja auch noch eine andere Öffnung. Vielleicht kann Lakmir ja auch gegen den anderen kämpfen, gegen den Hexenmeister, wenn wir ihn da einfach rein verwenden. So, jetzt gehe ich noch mal nach rechts.
Und hier ist gar nichts. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Errungenschaft Gesellenabenteurer freigeschaltet. Du hast langsam genug von den kargen Felswänden dieser Katakomben. Okay. Ich habe anscheinend einiges entdeckt, aber da war nichts. Und so viele Schmuckstücke haben wir ja auch gar nicht. Ja, wir gehen. Bringt ja eh nichts. Ich gehe jetzt nochmal nach links. Und dann speichere ich gleich mal in der Hoffnung, dass wir hier jetzt was ausrichten können. Mit dieser Seele. So. Okay. Dann versuchen wir es mal. Der, also, ich denke, wir, auf ihn können wir anscheinend gerade gar nichts machen. Der bemerkt uns ja viel zu schnell, egal wahrscheinlich, was wir tun. Wobei, bei dem Goblin war das ja auch so. Und wenn man dann das Richtige macht, dann kann man den auch angreifen. Vielleicht haben wir auch noch nicht das Richtige. Ich weiß es nicht. Zu weit entfernt ist die Statue, vielleicht die Wand? Nee. Ja, Mensch, was können wir denn dann machen? Die Kugel posiert grün, du fühlst dich schuldig und so. Was sagt denn Jorik? Sei vorsichtig, der Meisterhexer der Zirkel der Zwifferte Artefakte von großer Macht in seinem Besitz. Du solltest zur Burg zurück nach ihnen suchen. Vielleicht können wir jetzt die Runen endlich mal rausholen, wenn wir ihn haben. Dafür müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Das ist so doof. Aber das wäre halt echt eine Idee. Denn die sind ja verzaubert und man kam da ja sonst nicht dran. Und ich habe auch immer noch gar keine Idee, wie ich da rankomme. Dieses ewig lange Labyrinth. Echt, das frisst so viel Zeit, hier durchzugehen. Tut mir auch echt leid. So, jetzt sind wir wieder da. Ich gehe mal hier durch. Das, was richtig blöd ist, ist, wenn das jetzt nicht klappt, dann kann ich die Seele nochmal wiederholen. Und das ist auch scheiße. Dann lade ich aber, glaube ich, neu und mache kurz einen Cut und ja, irgendwie so. Hier ist zum Beispiel auch eine und er fasst da ja auch hin und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt klappt. Weil ich speichere einfach mal irgendwo. Hier, leere Spalte, okay. Oh, das klappt doch bestimmt nicht. Ja, er ist verschwunden. Er steht dich für einen kurzen Moment an, verschwindet dann langsam. Ah, super, jetzt kann ich wieder dahin. Oder einfach neu laden. Gut, dass ich das getan habe. Ja. So. Wir sind wieder hier. Aber noch ist er da. Also das, da hat er nichts machen können. Wo kann, was kann ich denn mit seiner dusseligen Seele jetzt machen? Vielleicht war es auch nicht die richtige Rune. Hier hätten wir ja auch nochmal eine. Oh, ich weiß nicht. Das, wir sollen ja auch Artefakte finden, aber irgendwie sollen wir auch diese Runen und... Oh, ich, keine Ahnung. Nein. Das wird nichts. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt mit ihm machen können. Hand, Stern, Striche. Was sind das für Striche? Ich... Dreh durch hier bei diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung,
Es tut mir leid, ich mache wieder einen Cut. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Wenn man immer weiß, was man machen soll, ist es total so, ja, okay, hätte es ja mal ausprobieren können. Das hier wäre zum Beispiel halt eine gute Idee. Eine Hand gefolgt von einem gezackten Stern und vier vertikalen Linien. Ich denke nur, dass bei diesem Schädel, wo man den Stern reinsetzen kann, noch mehr fehlt und nicht jetzt nur der Stern. Ich werde aber nochmal alle ausprobieren und gucken, was ich noch nicht ausprobiert habe. Nur es frisst so viel Zeit und ich möchte eigentlich das so gerne jetzt schaffen, langsam das Spiel. Und deswegen mache ich kurz einen Cut, sorry. So Leute, es geht weiter bei Shadowgate. Eine Kleinigkeit hier in dem Raum zuvor, also wenn wir jetzt hier zurückgehen, dann wollte ich ja direkt schon zur Rune. Wenn wir aber nochmal einen Schritt zurückgehen, dann haben wir ja nochmal den Thron. Und hier ist dieses Ding in der Mitte und wir hatten es schon irgendwann mal gelesen, aber ich habe es verdrängt. Eine große Anzahl von Runen, von denen du die meisten noch nie gesehen hast, sind in diese Runde, in dieses runde Podium eingraviert. Ein Summen kommt aus seinem Mittelpunkt zusammen mit einem geisterhaften Geflüster, Akensur. So, und diesen Zauber, den haben wir jetzt. Den hatten wir vorher gar nicht und den werde ich jetzt mal anwenden. Und wenn das nicht klappt, weiß ich auch nicht. In deinem Geist siehst du den uralten Zirkel vor dir. Du bündelst deinen Willen und beschwörst den Zauberspruch Akensur. Der Zauber fließt aus deinem Arm und in den Zirkel hinein. Das Podium beginnt mit magischer Energie zu glühen. Und jetzt kann ich da reingehen. Open your mind, young Jair. Fret not. It is I, whose name you bear. Kathaka the First. Behold those whom have gone before. When Gatekeeper was but a hillock, and the living castle no more than a dream. They stood where you now stand, on this holy ground. Yeah, als du die Plattform betrittst, fließen schmerzhafte Vibrationen durch deinen Körper und du erstarrst. Als du wieder klar sehen kannst, fühlst du dich von einer seltsamen Energie erfüllt. Du fühlst dich, als könntest du jetzt Dinge tun, die nur ein echter Magier des Zirkels tun könnte. Wie zum Beispiel Runen rausreißen, bestimmt. Komm, nimm den Scheiß jetzt endlich. Jawoll! Als du dich der Rune näherst, überkommt dich eine seltsame Macht. Sowohl deine Hand als auch die Rune leuchten mit einem magischen Licht, während du sie von der Wand entfernst und in deinen Rucksack legst. Stimmen wie die, die du bei deinem Einführungsritual gehört hast, füllen deinen Geist. Geil! Das wird doch jetzt mal klappen. Und jetzt können wir durch das ganze Spiel latschen, um diese Runen einzusammeln. Das wird ein Spaß. Denn ich habe keine Ahnung, wo überall Runen waren. Das ist lange her. Die waren überall. Die waren überall. Okay, hier sollten wir wieder gehen. Dieser doofe Drache. Und ich habe immer gedacht, man könnte den noch irgendwie besiegen. Bestimmt kann man das auch. Aber, tja. Nicht bei mir. Ach, hier sind wir hier wieder. Hier sind wir hier wieder. Ja, Runen sammeln, endlich. Lade dich. Lade dich. Da ist auch noch was. Kann man das nehmen? Dieser Markierung sieht aus wie der Stempel eines Sternen. Und dieses Ding hat man ja auch bei dem Schaltern gesehen. Und ich muss jetzt nochmal zurück, ne? Kein Ding. Ich muss zu den Hebeln. Ich muss das doch ausmachen. Da ist nämlich wieder diese Markierung. Mhm. So. Warum ist der Hebel jetzt eigentlich unten? Konnte man den nicht... Ah, du packst das, Junge. Ich weiß die Kombi nicht mehr, scheiße. So, ne?
Ich weiß die Kombi nicht. Den konnte man nie nach oben machen, ne? So. Oh, wie ging denn das nochmal? Wie ging denn die blöde Kombi nochmal? Weil ich muss doch hinter den Wasserfall, da waren doch auch Runen, die man einsammeln konnte. Deswegen mache ich das hier natürlich. Was, der riecht Goblins? Was schnackt der denn da? Knopf sollte ich vielleicht auch mal drücken. Nein! So, jetzt, ne? Irgendwo in der Nähe, bla blups. Okay. Nochmal das Ganze. Und dann brauchen wir noch den dusseligen Eiselementar. Aber okay. So, die Runen. Alle mitnehmen. Jawohl. Muss ich jetzt das Eis auch nochmal machen? Oder wie war das? Nee, dann war das... Was ist das hier überhaupt für ein Elementar? Wasser. Wasser. Ach nee, wir haben ja die Seele. Das sollten wir lassen. Das sollten wir lassen. Nee, ich habe mich gefragt, ob ich dahin... Aber es geht ja gar nicht. Wenn wir die Seele haben, dann... Ne? Wobei, die Seele könnte man auch nochmal... Ich weiß jetzt nicht... Ich weiß halt nicht, ob... War da jetzt noch eine Rune? War da noch ein Gang hinter dem Wasserfall? Das war Eis. Den bräuchten wir nämlich. Und das, aber wenn das, wenn der Wasserfall zu Eis wird, das macht ja auch keinen Sinn, weil dann kann man da nicht durch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, abgewehrt. Du Arsch da oben, das schaffe ich auch. So. So, wir könnten ja... Ja, wir holen die erstmal alle. Die können wir auch mitnehmen. Das läuft jetzt wie geschmiert. Und darüber freue ich mich. Ich freue mich, dass wir diese Runen endlich haben. Ja, doch. Ja, doch. So, die haben wir schon. Geh da oben hin. Und da rein. Ja. Man kann bestimmt auch noch den Brunnen, da hätte ich auch gerne mal repariert. Ich frage mich halt immer, also es gibt um die 60 Errungenschaften bei Steam, die man haben kann. Das heißt, es muss ja noch total viel hier zu tun immer geben. Und ich bin so mäßig voller Euphorie, wenn ich schon den Hauptquest irgendwie hinkriege. Aber okay. Was war mit denen eigentlich? Fell Reach. Aha. Das war die eine Rune. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch mehr hatten. Hatten wir hier noch mehr Runen? Wahrscheinlich, ne? Und ich weiß es wahrscheinlich nur wieder nicht mehr. Da war ja der Typ drinne, aber ich weiß nicht, ob da noch eine Rune war. Hey, Lackmir. Können wir ihm eigentlich sein, wenn der hier schwebt, sein, ne? Einfach mal ausprobieren, oder? Eine magische Barriere umgibt Lackmirs schwebenden Körper und verpasst ihr einen elektrischen Schlag. Das ist doch seine Seele. Das hätte man doch schaffen können. Dann hätte er so Seele und Körper vereint, um für uns gegen den Hexenmeister zu kämpfen, aber wahrscheinlich... Soll das ja gar nicht so sein.
Der unsichtbare Raum. Nein, das war der Musik, das Musikzimmer. Ich bin verzweifelt auf der Suche nach weiteren Ruhen. Und ich meine, wir hatten noch viel, viel mehr. Und wahrscheinlich viel mehr in den alten Gebäuden und jetzt nicht in diesen neuen. Ich gehe jetzt trotzdem mal zurück. Und machen wir schon mal den Spaß. Da fällt mir ein, wir kommen gar nicht zu diesem Runending. Das leuchtet da hinten eigentlich. Du siehst Rauch in der Ferne aufsteigen. Ein Signalfeuer wurde im Gatekeeper-Gebirge entzündet. Oh. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Errungenschaft Signalisiere der Burg erhalten. Ja, die Leuchtfeuer, die haben wir ja auch schon entzündet. Dann ist ja gut, dass wir das gemacht haben, ne? Und man darf eine Errungenschaft bekommen. Okay. Vielleicht sollte ich mich hier mal öfters umschauen. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich weiß ja gar nicht, wie ich wieder rüberkomme zu der Brücke. Aber wir können Lagmirs Seele ja immer wieder einsammeln. Aber ich muss trotzdem hier durch. So, hier haben wir auch noch eine Rune. Man sammelt am besten so viel ein, wie geht, weil wir können es ja nur mit Lagmirs Seele. Müssen die Seele aber halt wieder entfernen, um über die Brücke zu kommen. Denn wir brauchen die Kugel, um den Windelementar zu holen, um den wieder zu stabilisieren für die Brücke, um dahin zu kommen, wo die Runen eingesetzt werden sollen. Und das ist ziemlich scheiße, dass es nur eine Kugel gibt, mit der man Elementare und Seelen und Geister einsammeln kann. Naja. Das Shadowgate-Drama. So. Und wir haben ja hier auch ein Leuchtfeuer entzündet. Das ist doch wunderbar. Ganz toll. Wir brauchen das ja hier auch eigentlich gar nicht mehr. Wir brauchen das Windding. Ich überlege, wir haben Wasser eingesammelt, wir haben Feuer eingesammelt. Wir hätten noch die Baumrune. Die Baumrune haben wir auch, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ich wende das Ding an. Verschwinde mal hier, du Seelending. Muss das doch irgendwo anwenden können. Wunderbar. Geh mal weg, Seele von Lagmir, damit wir das machen können. Ja, ich tanze immer und singe zu der Flötenarie, weil ich das schön finde. Und dann schnapp dir das Pokémon, Wind-Pokémon, und dann werden wir in die Arena bald gehen und Pokémon-Kämpfe machen. Ja. Das machen wir. Ich habe keine Ahnung, ob ich diese blöde Baumrune auch noch brauche, weil eigentlich braucht man nur 5. Da frag ich mich doch dann, ne? Geh mal weg. Geh mal weg. Und noch weiter weg. Und dann hier rein. So. Lass mich in Ruhe. Wir wollen hier rein. Wir haben wichtige Aufträge zu erfüllen. Da können wir nämlich jetzt nicht einfach rübergehen, oder? Oder doch? Die Brücke ächzt unter deinem Gewicht. Unerschrocken machst du noch 2 weitere Schritte, bevor du schließlich die ausgefransten Seile und die verrottenen Planken nachgeben. Du in die Schlucht stürzt. Deine Schreie hallen noch lange durch die Höhle, nachdem du schon auf dem Boden aufgeschlagen bist. Ja, also man kann doch rübergehen, aber das sollte man vielleicht nicht tun. Ich bin gar nicht gestorben, nein. So, jetzt nehmen wir unseren Windelementar und stabilisieren das Ganze. Ja, das mache ich immer so, wenn ich wohin will. So, wir sterben nicht. Wir dürfen jetzt hier Demente reinpacken. Und ich habe keine Ahnung, welche. Du legst die Rune vorsichtig in die Vertiefung. Ich weiß, dass du noch nicht auf vielen Abenteuern warst, Junge, aber ich gebe diesem hier 7 von 10 Punkten. 7 von 10 Punkten. 7 von 10 ist schon mal gut.
und pack die mal da rein, die Rune. Dann... Ich will Wasser nochmal nehmen, bitte. 7 von 10. Pack's mal da rein. Und? Jorik? Jorik. Jorik sagt gar nichts dazu. 7 von 10, ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Also soll ich jetzt 10 von 10 schaffen? Nur 7 von 10 war doch anscheinend. Ja, bei den anderen sagt er gar nichts, dann packe ich es wieder da rein, wo es war. Ja, 7 von 10 Punkten. So, dann nehmen wir mal die Feuerrune. Packe ich mal hier rein. Nix. Jorik, wehe, du hilfst mir hier jetzt nicht. Dann bist du zu nichts zu gebrauchen, Jorik. Ich habe anscheinend noch nicht 5 gesammelt. Ich muss noch mal los. Ich muss noch mal los und Runen sammeln, Leute. Und ich komme leider nicht drum rum, meine Stimme versagt, auch langsam einen Cut zu machen. Ich werde aber direkt hier im Anschluss jetzt wieder weiter aufnehmen. Ich habe ja die letzten 3 Parts, wie ihr wahrscheinlich an meinem Aussehen bemerkt habt, alles auf einmal aufgenommen. Und ich werde mich jetzt wieder ranmachen und den letzten, hoffentlich letzten Part aufnehmen von Shadowgate. Und überlege mir, ob es 2 Parts am Wochenende dann gibt und so. Aber das schaue ich dann mal. Leute, wir schaffen das. Runen noch weiter. Ich glaube, ich mache das mal einfach offline, oder? Oder ich gehe zumindest dahin, wo der blöde Baum ist und dann gehe ich nochmal rum, mache eine Runde hier in der Burg hin und zurücklaufen und sammle Runen ein und ist ein total schönes Hobby in diesem Spiel, hin und zurück zu laufen und Runen einzusammeln. Aber das schaffen wir, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.